Blumen für Polt von Alfred Komarek. Gendarmerieinspektor Simon Polt bremste sein altmodisches Fahrrad ab, atmete tief durch und schaute übers Land. »Grüß dich, Frühling«, sagte er. Noch waren viele Ackerflächen schwarz und die Rebstöcke wirkten kahl, obwohl sie schon winzige Blattansätze hatten. Nach einem milden Winter trugen einige Bäume schon frisches Laub, und im weithin gedehnten Schachbrettmuster der Felder schuf die Wintergerste grüne Flächen. Vor allem aber wucherte und blühte das Unkraut an den Wegrändern. Dort, wo das Gelände steiler abfiel oder auch an Hohlwegen, standen zart begrünte Akazienstauden, bald würden Weißdorn und Flieder blühen. Die Sonne wärmte schon so richtig an diesem frühen Nachmittag. Polt stand im Schatten einer kleinen Baumgruppe, die eine verwitterte Mariensäule umfing. Hier war der Weg vom Talboden aufwärts zu Ende. Ein paar Meter weiter, in einer kleinen Senke, verlief die Grenze zu Tschechien. Unten, in den Bauerngärten der Dörfer, blühten schon Märzenbecher und Stiefmütterchen. In den Kellergassen, die sich nach Norden hin den Hang hochzogen, waren die Fensterluken der Presshäuser geöffnet und Holzgitter ersetzten die festen Türen, damit frische Luft durchströmen konnte. An ihren oberen Enden verloren sich die langen Reihen der kleinen weiß gekalkten Gebäude in weitläufiger Stille. Polt mochte diese großzügige Landschaft, in der es weder Haus noch Hütte gab. Nichts verstellte hier den Blick, der Himmel war sehr hoch. Polt war ganz einfach guter Dinge an diesem dienstfreien Tag. Im Gasthaus Stelzer in Brunndorf hatte er ein Brathuhn mit flaumiger Semmelfülle verzehrt und ein Glas Bier dazu getrunken. Jetzt ließ er sich vom Wind der Laune tragen und der große, nicht eben schmächtige Mann fühlte sich erstaunlich leicht. Als er sein Fahrrad wieder in Bewegung setzte, bog er in den schmalen Güterweg nach Burgheim ein. Ein paar hundert Meter vor der Kellergasse bremste er. An der rechten Wegseite ragte eine nahezu senkrechte Lösswand gut 4 Meter hoch. Oben war ein Stück Wiese zu sehen und dahinter standen Rebstöcke. In der Wiese saß regungslos ein Mann. Polt legte das Fahrrad ins Gras. Mit langsamen Schritten stieg er auf einem schmalen Fußweg nach oben. Der Mann saß ein wenig verloren zwischen wuchernden Halmen und Stauden, schaute ins Leere und summte eine Melodie. Simon Polt war in einiger Entfernung stehen geblieben, um ihn nicht zu erschrecken. Die Melodie war ihm vertraut und sie erinnerte ihn fatal an Karel Gotts Ölsardinen-Belcanto. Den Mann in der Wiese kannte er noch besser. Er hieß Willi und niemand wusste seinen Familiennamen. Es war schwer zu sagen, wie alt er war, wohl weit über 50. Willi gehörte zum Leben im Dorf, ohne dabei irgendeine Rolle zu spielen. Die Unkrautwiese über dem Tal war sein Lieblingsplatz. Als im Weingarten ein Rebhuhn aufflog, schreckte Willi hoch, schaute sich um, erblickte Simon Polt, lief auf ihn zu und umarmte ihn. »Hallo, mein Freund«, Polt schob ihn sachte von sich. »Wunderschön heute, wie?« Willis altes Kindergesicht strahlte, dann redete er hastig drauf los und kein Wort war zu verstehen. »Du musst nicht alles auf einmal sagen«, Polt fasste Willi an den Schultern. »Schön langsam, verstehst du? Eins nach dem anderen.« Willi nickte und nahm sich zusammen. »So viel Blumen und Käfer und Bienen!« Polt schaute sich um. Zwischen den Rebstöcken und dem Lössabsturz blieb Raum für ein Stück grüner Anarchie. Karin, die junge Dorflehrerin, würde ihm einmal erklären müssen, was hier so alles wucherte und blühte. Das Geräusch eines sich nähernden Traktors unterbrach seine angenehmen Gedanken. Karl Gappmeier, einer der tüchtigsten Bauern im Dorf, hielt am Wiesenrand an und stellte den Motor ab. »Grüß Gott, Herr Inspektor! Was bringt Sie denn hierher? Hat der Willi was angestellt?« »Der und was anstellen. Wir haben miteinander geredet, in alter Freundschaft.« »In alter Freundschaft. Na ja, dann.«
Stören wir bei der Arbeit? Aber wo, das Stück Wiese, das kümmert mich nicht. Etwas anders. Warum haben Sie denn Ihren schlauen Freund eigentlich nie zur Jeanne Marie geholt? Ah, weil er zu gutmütig ist und zu arglos. Haben's was gegen ihn? Ja, wo werd ich denn? Schönen Tag noch. Willi hatte sich während des Gespräches ein paar Schritte entfernt. Polt trat neben ihn und genoss den Blick über die Rebenhügel zu ihren Füßen. Dann näherte er sich vorsichtig dem Lössabsturz. »Geht ganz schön tief hinunter da, Willi. Sag einmal, passt du auch wirklich auf? Gehst du nie zu nahe an die Kante?« Willi schüttelte eifrig den Kopf. »Nein, nie!« »Wirklich vorsichtig sein, ja? Versprichst es mir?« Willi nickte ernsthaft. »Na, dann ist gut. Hab's schön hier. Und bis bald wieder einmal.« »Warte!« Willi rannte los und pflückte eilig alle Wiesenblumen, die er finden konnte. »Für dich«, sagte er und streckte Polt lächelnd den kleinen Strauß entgegen. Der nahm ihn, bedankte sich und schaute Willi in die Augen. »Du bist ein Guter.« Als er bei seinem Fahrrad angelangt war, winkte er Willi zu und freute sich auf die mühelose Fahrt durch die abfallende Kellergasse. Doch schon nach den ersten paar Presshäusern hörte er eine Stimme, tief und volltönend wie Orgelklang. »Halt, Herr Inspektor, stehen bleiben, sonst passiert was!« Polt bremste hastig. »Was soll denn passieren?« Die kleine, magere Gestalt von Sepp Reuschel versperrte ihm breitbeinig den Weg. »Was Schreckliches! Wir könnten nicht trinken, wir zwei!« »Na, das ist nicht auszudenken!« Polt stieg ab, lehnte sein Fahrrad vorsichtig ans Presshaus, um die dünne Kalkschicht über der Mauer aus Lehm, Steinen und Stroh nicht zu verletzen. »Nur herein!« Polt zeigte verlegen seine Blumen her. »Kann ich die irgendwo ins Wasser stellen?« Reuschel holte ein Weinglas hervor, auf dem »Gruß aus Maria Taferl« geschrieben stand. »Passt wunderbar. Wer schenkt Ihnen denn übrigens Blumen, Herr Inspektor, wenn die Frage erlaubt ist? Noch dazu so schäbige.« »Na, der Willi.« »Ach so, der.« Sepp Reuschel nahm zwei Kostgläser, spülte sie aus und öffnete vorsichtig die Kellertür. »Nirgends anstreifen, Herr Inspektor, es ist alles nass hier um diese Jahreszeit.« Reuschel ließ Wein in die Gläser laufen, kostete gleich einmal, und in seinem faltigen Gesicht war ein verschwörerisches Lächeln. »Na?« Polt nahm einen kräftigen Schluck. »Sie verstehen mehr vom Wein als ich, aber wenn Sie mich schon fragen, der grüne Veltliner da ist eigentlich waffenscheinpflichtig.« »Und warum?« Sepp Reuschels Lächeln vertiefte sich. »Weil er fromme Männer auf gottlose Gedanken bringt, tugendsame Frauen auf unkeusche Ideen und ehrbare Gendarmen auf dunkle Abwege.« »So ist es recht.« Der Weinbauer schenkte ungefragt nach. »Aber es hört sich bald alles auf.« »Was alles?« »Das Zusammenleben in den Kellern und im Dorf. Die Nachbarn reden nichts mehr miteinander, die Wirte sperren zu und die Wiener kaufen sich unsere Häuser. Na ja, kommt wenigstens Geld ins Land.« »Ja, für Blödheiten. Noch ein Glas?« »Natürlich ja, nicht wahr?« »Nicht beleidigt sein, Herr Reuschel, aber lieber nicht. Ich habe heute Nachtdienst.« »Muss ich also aufpassen beim Nachhausefahren?« »Naja, am besten wär's, Sie gingen zu Fuß.« Geruhsam stiegen die beiden nach oben, Polt nahm die Blumen aus dem Weinglas, kniff ein wenig die Augen zu, als er ins Sonnenlicht vor dem Presshaus trat, und blieb dann, erschrocken, stehen. Sepp Reuschel drehte den großen Schlüssel im Schloss und wandte sich dem Gendarmen zu. »Was ist denn los?« »Wir haben einen Fußgänger mehr«, murmelte Polt und zeigte auf sein Fahrrad. Die Reifen waren zerstochen, die Felgen grotesk verdreht, und unter dem Bügel des Gepäckträgers klemmte ein toter Hase, der offensichtlich unter die Räder eines Autos gekommen war.